Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Die Trainer diskutieren bereits das Spiel, aber wir werden Sie gleich bitten, das mit uns gemeinsam zu diskutieren, also dass Sie auch teilhaben können an dem, was hier ausgetauscht wird. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem kleinen Nachklapp, zu einer Partie, die sehr erhitzt war, die sehr erregt war und die den einen oder anderen offensichtlich bewogen hat, das Rauchen aufzugeben, weil er nämlich sein Feuerzeichen festgegessen hat. Nur viel dazu zum Thema Beker Champagner König Pilsener, die beiden Trainer schon angestoßen und ich wurde beim 3:2 damit geduscht und haben wir auch dieses Thema abgearbeitet und damit gehen wir dann direkt rüber zu den Kommentaren unserer Trainer. Ich freue mich, dass Tim Kieder hier ist, Trainer der Löwen aus Frankfurt. Ihnen steht der erste Kommentar zu. Links von mir Franz Fritzmeier, der noch ein bisschen an sich arbeitet nach der Niederlage. Das ist ein gutes Zeichen. But first of all, we appreciate to have you here with us, Tim Kieder. I would like to ask you to give us your review of what we have seen, how did you experience this game? Thanks very much, guten Abend. Great crowd tonight, and I thought they got to see an entertaining hockey game. I think Franz's group clearly over the last 2 or 3 weeks has gotten more bodies back. We've been active at the deadline, January 31st, and added some players. And it's quite obvious that you're a team that can contend with anybody in the Oberliga. So congratulations, Franz. I thought the game again showed the depth of our group. I didn't like our first period, even though we had the 2-goal lead. When you give up a goal late in a period, that momentum carries over. And I thought Duisburg was a better team probably through the first period and the first 6 or 7 minutes of the second. I thought the real turning point for our team was the penalty kill, where we really generated some good momentum for our group. Didn't give up a lot of chances and even developed a few chances offensively. And then the resolve of our players just showed through again, being down a goal, but just not wanting to give up a game. And I give my players credit, because when we haven't been at our best, we continue to work hard, we continue to stick with the process, and it was a real satisfying win for our team tonight. Thank you. Not a problem. Ich werde das jetzt mal übersetzen, in Kurzfassung, weil es eine lange Rede war. Zunächst einmal hat Herr Kehler gesagt, dass es eine große Zuschauerbegeisterung war, great crowd, und ein unterhaltsames Spiel für diese Zuschauer. Er gratuliert Franz dazu, dass seine Mannschaft nun besser geworden ist, er hat mehr Spieler dabei und sie hat sich auch noch verstärkt. Dann hat er gesagt, dass er nicht sehr zufrieden war mit dem ersten Drittel, trotz der beiden Tore, die seine Mannschaft gemacht hat. Und auch in den ersten 6 oder 7 Minuten des zweiten Drittels sei Duisburg die bessere Mannschaft gewesen. Dann aber sei die entscheidende Szene gewesen, das Penalty Killing, also die Überzahl, die Duisburg also nicht nutzen konnte. Und danach hätte sich seine Mannschaft dann besser ins Spiel gemacht und hätte dann die entscheidenden Momente genutzt. Er richtet ein Lob an seine Mannschaft, dass sie sehr hart gearbeitet hat und es sei ein sehr satisfying, ein sehr zufriedenstellender Sieg heute Abend für sein Team gewesen. Ja, ich denke, das umfasst alles, was er gesagt hat. Ein sehr zufriedenstellender Sieg heißt dann auch, dass die Mannschaft herausgefordert worden ist, dass es heute kein einfaches Spiel war. Vielleicht hast du, Franz, aus deiner Sicht das Spiel gesehen und was waren für dich die Schlüsselmomente? Ja, erstmal guten Abend, Tim, congrats for the win and I think you can be really proud of your team. Showing up every game and battle hard like this. It's not easy if you have a winning streak like this. Und ja, wie der Tim sagt, wir sind eigentlich ganz gut rausgekommen, aber man hat dann 2 Fehler, dann steht es 2-0. Dann kämpfen wir uns zurück ins Spiel, gehen sogar in Führung und die hätten wir dann in einem einen Überzahlspiel ausbauen müssen. Ja, das haben wir dann nicht gut genug gespielt, ein bisschen zu locker. Ja, kriegen dann das 3-3 und ja, und dann der ausschlaggebende Punkt war natürlich das 4-3, wo das darf nicht passieren. Ja, da machen wir nochmal einen individuellen Fehler. Ja, und dann gut, zum Schluss haben wir nochmal alles versucht, hatten denke ich auch noch Chancen für den Ausgleich. Aber es hat ja nicht ganz gereicht. Aber man sieht, wir kommen immer näher. Ja. Wir arbeiten uns ran. Ich denke positiv war heute, dass wir im Vergleich zu den anderen Spielen viel mehr Torchancen hatten, was wir vorher nicht hatten. Und ja, wie gesagt, wir arbeiten weiter und denke ich, sind bereit für die nächste Runde. Danke. Ja, danke, Franz.
Dann noch eine Frage an Herrn Kieler. This season seems to be a piece of cake for your team. 35 wins in a row. So how do you keep your team focused? And because the big games and the important games are still to come, what is your working process to keep the, your team in shape, on shape, in the right moment when the important games are to be played? Die Frage lautet, bis jetzt war alles ja wie ein Stück Kuchen, 35 Siege in einer Reihe, und, aber wie hält man das Team konzentriert darauf, denn die wichtigen Spiele stehen ja jetzt noch aus? Well, it hasn't been a piece of cake, and I'm not going to share all of our secrets here in Duisburg, but like I said in my initial comments, I give the players credit. They continue to show up for work every day and put in the time. And as a coach, when you're having success, there's opportunity to still be critical and be hard on the players, and they just responded in the right way. So our group certainly now is looking forward to round three, as I know Duisburg is, and we've got bigger things yet to come, but our team continues to make progress. We've introduced a couple of new players into our lineup, and they've just shown that they want to work, they're committed, you know, we've got a goal in mind, and we're hell bent on achieving it. You get a bit? Yeah, hell bent on Deutsch. Ja, also ich habe mal viel Glück auf Deutsch, das war ja schon mal etwas. Dann möchte ich nicht gerne alle Geheimnisse verraten, aber was er sagt, es war bislang kein Piece of Cake, also kein Stück Kuchen, das hier das seine Mannschaft gegessen hat. Was er sagt, ist, die Spieler kommen jeden Tag zur Arbeit und sie sind aber auch bereit, Kritik einzustecken und auf diese Kritik zu reagieren. Sie haben neue Spieler jetzt dabei. Und Sie haben ein großes Ziel vor Augen und Sie wollen dieses Ziel eben auch erreichen. Dafür danke. Jetzt wieder Applaus, bitte. Ganz zwei Spieler waren verletzt, schienen verletzt. Mike Blanker, der den Schuss abbekommen hat, und dann Lars Grötzinger, von dem wir gesehen haben, dass er augenscheinlich offenbar mit einer Knieverletzung vom Eis gegangen ist. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu was sagen? Gut, der Mike Blanker hat sich da einen Schuss geworfen. War ein harter Schuss, hat in der Rippe getroffen. Ich denke, die Rippe ist geprellt und Mike ist ein harter Hund, der wird nicht so lange ausfallen, hoffe ich mal. Beim Lars muss man schauen. Ich denke nicht, dass er am Knie ist. Ich denke, dass es mehr so ein Charlie Horse ist. Ja, und das wird dann hoffentlich auch nicht so lange dauern. Also aber müssen wir schauen, medizinische Abteilung begutachtet die beiden gerade und werden dann morgen auch untersucht und dann können wir mehr dazu sagen. Charlie Horse ist das, was wir in Deutschland als Pferdebus kennen, oder? Ganz genau, ja. Danke, dann noch vorausschauend auf die letzten drei Spiele. Jetzt geht es weiter am Dienstag nach Herne und dann haben wir hier gleich das nächste Spiel zum Spiel gegen Kassel. Geht es nach dem Lars, weil ich beim letzten Mal vergessen habe, was das nächste Spiel Heimspiel ist, habe ich das heute erwähnt. Vielleicht schaust du mit uns nochmal auf die Zielgerade dieser Runde. Na gut, wir haben jetzt gleich ein ganz wichtiges Spiel in Herne, um den dritten Platz zu sichern. Da dürfen wir uns keine Blöße geben. Wird wieder ein schwerer Gang. Die Spiele gegen Herne sind immer hart umkämpft. Aber ich bin guten Mutes, dass wir da die drei Punkte einfahren und dann mehr oder weniger schon den dritten Platz einfahren. Dann kommt am Freitag Kassel zum ersten Vortest, dann auf die nächste Runde. Schauen wir mal, wie wir was wir drauf haben. Und am Sonntag geht es auch schon nochmal nach Hamm. Es wird auch nochmal ein harter Kampf. Hamm wird, denke ich, schon nochmal bereit sein und uns nochmal herausfordern. Wie gesagt, für uns gilt es immer fokussiert zu sein, egal gegen den Gegner. Es wird nie einfach sein, aber ich bin guten Mutes. Meine Jungs werden immer besser, immer stabiler. Ja, und wie gesagt, es werden auch andere Jungs dann, andere Hübscher hoffentlich nicht so lange ausfallen. Der uns natürlich fehlt, sehr erfahrener Spieler, der gibt uns auf jeden Fall eine gewisse Klasse noch zusätzlich. Und ja, ich denke, wir werden bereit sein für die nächste Runde. Ja, dann danke ich unserem beiden Trainer. Thank you very much, Peter. Und ihr seid dann jetzt auch entlassen, weil wir noch einen zweiten Tagesordnungspunkt haben. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.